Ich aim ihn ab. Da! Mach kein Auge! Boah! Da kommt er, Leute. Danke! Ansonsten lassen wir, einen. Boah, Digga! Hey Leute, Crimex hier und heute gibt es wieder eine weitere Runde Fortnite auf meinem Kanal. Wir spielen heute ganz normale Solo-Runde. Okay, komm, ich brauche diese Waffe, gib mir den Revolver. Oh mein Gott, okay, nice. Wir haben zumindest schon mal den blauen Revolver und okay, nice, da liegt eine M16. Wir sind einfach in Tilted Towers natürlich wie immer. Hier im Mittel Tower. Und ich höre mega viele Steps. Und da oben kommt gleich einer das Dach rein. Und, oh, nee, ich hab geschossen. Aber egal, wir haben noch die M16 oder M4 oder AR oder wie man die Waffe auch nennt. Und den John Wick haben wir geholt. Komm, Kiste machen wir auf, Digga. Komm, gönn mal. Ja, Midi-Koffer ist da, Leute. Verprügelt auf jeden Fall den Like-Button, wenn euch Fortnite gefällt, Leute, wenn ihr davon mehr sehen wollt. Und so, okay, warte, ich höre noch Step. Oh mein Gott, zum Glück Schrothunter. Ich höre die Steps. Da irgendjemand kommt. Oh, grüne Schrothunter ist besser, Leute. Grüne Schrothunter ist auf jeden Fall. Digga, der kommt. Okay, lass den einfach abaimen. Okay, wo ist er? Wir gehen langsam mal runter. Also ich will auf jeden Fall. Da ist er! Oh nein, Alter. Ich muss mir echt mal angewöhnen, den Kopf zu schießen, Alter. Egal. Zum Glück haben wir ja einen Verbandskoffer. Auf jeden Fall in diesem Video, meine Freunde, werde ich euch die neuen Skins zeigen, die jetzt die nächsten, die jetzt die nächsten Wochen kommen werden. Denn gestern Abend wurden... Digga, wo ist der Typ? Digga, der hat hier richtige Kartoffellatschen. Gestern Abend wurden neue Skins im Internet veröffentlicht, Alter, und die sehen richtig gut aus. Also, die wurden geleakt, Leute. Die sehen wirklich richtig krass aus. Das sind insgesamt 4 neue Skins. Warte mal, ich muss gerade mal auf die Steps hören. 4 neue Skins. 3 davon sind episch und die sind wirklich krass, diese Skins. Also, wenn die rauskommen, ich kaufe mir alle. Also, alle kaufe ich sofort, weil die richtig fett aussehen. Ich werde die euch auf jeden Fall gleich zeigen, wenn ich den Typ... Hä? Ist er unter mir? Über mir? Er muss ja unter mir sein, oder? Hallo? Wo? Ey, da! Nee. Hä? Hey, ach, da oben! Da oben ist er! Okay, jetzt aufpassen. Am besten aim ich ihn ab. Zah! Oh mein Gott, er gibt mir auch 90 Geld. Okay, jetzt zählt es, wer schneller ist. Komm, ich aim ihn ab, Leute. Ich aim ihn ab. Da! Mach kein Auge, also. Digga, pass mal auf hier. Oh mein Gott, nice, der hat Bandagen. Und da kommt schon wieder irgendjemand läuft hier schon wieder im Haus rum. Mann, geh doch immer weg vom Haus hier, Junge. Ey, okay, erstmal kurz die Bandagen droppen, Leute. Müssen wir erstmal kurz Bandagen uns hochziehen. Ich würde sagen, meine Freunde, ich werde euch jetzt hier mal den ersten Skin einblenden. Und die sehen mega krass aus. Übrigens, wie gesagt, es wurden Skins veröffentlicht. Es wurden, die Spitzhacken dazu veröffentlicht, die Rucksäcke und auch Hängegleiter. Also mega, mega geil. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt hier einfach mal mit dem ersten Skin an. Und der ist auch schon richtig krass. Und zwar ist das hier so ein Dino-Skin quasi. Wir haben ja schon mal so einen grünen Dino-Skin gehabt, also ein männlicher Dino, ein Mann in einem grünen Dino-Kostüm. Und das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen so das Gegenstück dazu, weil das ist jetzt eine Frau in einem roten Dino-Kostüm. Sieht auch ziemlich cool aus. Also ich finde sowas, diese lustigen bunten Skins finde ich immer sehr cool bei Fortnite. So, wir machen jetzt hier mal ein bisschen chillig. Okay, da unten läuft schon wieder einer rum. Ich mache jetzt hier mal kurz ein bisschen entspannt. Bleiben mal kurz hier oben drin und checken erstmal die Lage, damit ich euch jetzt hier mal die Skins zeigen kann. Wie gesagt, die rote Frau ist dann quasi, also die rote Dino-Frau nenne ich die jetzt einfach mal, ist dann quasi das Gegenstück dazu. Sieht auf jeden Fall mega krass aus. Ist mein Zweitlieblingsskin, weil es gibt auf jeden Fall noch einen dickeren Skin, das kann ich euch schon mal sagen. So, wie gesagt, gerade ein bisschen passiv am Spielen. Und ich würde sagen, bevor wir mit dem nächsten Skin weitermachen, schauen wir uns dazu erstmal die passenden Teile an. Denn zu diesem Skin gibt es auch einen Rucksack. Und einen Hängegleiter und sogar eine Hacke gab es auch noch mit dazu. Und zwar, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal den Rucksack an. Den werde ich jetzt hier mal einblenden, Leute. Oh, ich bin so ein Idiot. Ich kriege erstmal fettesten Fallschaden. Genau, hier könnt ihr jetzt diesen Rucksack eingeblendet sehen. Auch mega cool mit diesem Dino quasi hinten drauf. Glaube ich, kann man auch ganz witzig kombinieren. Wie gesagt, ich feiere diese bunten, lustigen Skins in Fortnite. Digga, irgendeiner läuft doch hier gerade schon wieder drin rum, Alter. So, falls ihr euch fragt, wie ich euch das einblende, das mache ich natürlich jetzt quasi nachträglich, wenn ich das Video bearbeite. Jetzt während Zocken geht natürlich eher schlecht. Oh, nice, Sniper, Leute. Sniper Kramix ist wieder da. Okay. Digga, er hat Falle gelegt, Digga. Erstmal Falle kaputt schießen. Boah, da kommt er, Leute. Danke, Öl! Junge, direkt weggeholt. So muss das sein. Nice, Leute, so muss das sein. Komm, Alter,
Ernsthaft, ich höre ja schon wieder ein. Erstmal die Falle wegmachen. Ich höre ja schon wieder ein. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter mit der Spitzhacke zu diesem Skin. Die finde ich auch richtig witzig, Leute. Also die werde ich auf jeden Fall auch mal bei anderen Skins trotzdem benutzen. Weil die richtig geil aussieht. Einfach so ein Dino-Kopf auf so einer Spitzhacke. Auch sehr witzig auf jeden Fall. Und dann, damit wir hier mal mit diesem Skin fertig werden, würde ich sagen, schauen wir uns jetzt da natürlich direkt noch den Hängekleid an. Den Hängekleid finde ich gar nicht so krass. Aber ist halt auch einfach rot mit solchen... Also ich glaube, dass der passende Hängekleid dazu mit solchen Kratzspuren... Oh, da vorne ist einer. Boah, Digga, er kassiert einen Burst und dann haut er wieder ab. Mit solchen Kratzspuren drauf. Wie gesagt, ich spiele gerade ziemlich entspannt, weil ich schaue mir halt nebenbei immer noch die Skins an, so als ich zocke hier gerade, und schaue mir dabei hier noch die Skins an, um mit euch darüber reden zu können. Digga. Ey, er pusht. Tschüss. Ja, war nicht die beste Idee. So viel auf jeden Fall zu dem. 5 Kills haben wir. Nice. Komm, erstmal Minischildis nehmen wir mit, Leute. Minischildis nehmen wir mit. So viel auf jeden Fall zu... Komm, gönnen wir erstmal die Minischildis. So viel auf jeden Fall zu dem ersten Skin. Und den fand ich jetzt echt schon ziemlich cool. Aber, Leute, ich würde sagen, wir machen direkt mal weiter mit meinem Lieblingsskin von diesen 4, die veröffentlicht wurden. Wir werden jetzt auch mal ein bisschen hinne machen. Und zwar jetzt kommt mein Lieblingsskin. Das ist mega geil. Das ist einfach so ein Fisch in einem Fischglas drin. Kopf so mäßig. Also quasi wie so ein Taucheranzug, bloß umgekehrt mit Wasser eben drin, damit der Fischmensch auch eben draußen an der Luft rumrennen kann. Und das sieht echt so krass aus. Wie gesagt, umso bunter, umso abgefahrener die Skins, desto krasser finde ich das in Fortnite. Wie gesagt, also wenn der Skin rauskommt, dann werde ich mir safe koppen. Und die ganzen Skins werden irgendwann die nächsten Wochen rauskommen. Und dazu gibt es natürlich auch wieder die passenden Sachen. Hier auf jeden Fall der passende Rucksack dazu, werde ich jetzt hier mal einblenden. Den passenden Rucksack dazu werde ich jetzt hier an der Stelle mal einblenden. Das ist auch ziemlich cool. Das ist quasi wie so eine umgedrehte Taucher-Wasserflasche. So halt eben mit Wasser drin, weil der Fischmensch natürlich Wasser braucht, um an Land rumzulaufen. So, und dann hier natürlich auch noch den... Ist niemand mehr in Tilted Towers, Digga? Hier natürlich jetzt auch noch dazu passend den Hängekleid. Ich vermute, dass das der passende Hängekleid da dazu ist. Weil das von den Farben her am ehesten passt von den ganzen Sachen, die... Oh, da vorne! Die von den ganzen Sachen, die eben geleakt wurden, ist das noch der Hängekleid dazu. So. Komm. Versuchen wir den mal... Ich weiß nicht, ob... Ich bin echt ein schlechter Sniper, Leute. Entschuldigt mir das bitte. Egal, wenigstens treffe ich ihn mit dem MG. So, warte, wir machen gleich weiter. Ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen Überblick behalten. Digga. Ich weiß, viele mögen das, wenn man pusht und ein bisschen mehr Action macht, aber wie gesagt, ich will hier gerade so ein bisschen... Ich spiele ja gerade so ein bisschen auf chillig, meine Freunde. Weil ich euch ja natürlich die neuen Skins zeigen will. Digga. Verschanzt er sich da? Ich hasse... Wenn das schon wieder mit diesem Sniper-Duell so anfängt, ich mag das nicht so. Aber ich würde sagen, meine Freunde, wir machen dann einfach mal weiter mit dem nächsten Skin. Und den fand ich auch eigentlich ziemlich cool. Eigentlich ist der mit dem Dino-Skin mein Zweitlieblings-Skin quasi von diesen ganz neuen Sachen, die kommen. Komm, wir laufen mal weiter. Die Zone ist wieder irgendwo in Albanien. Viele feiern das immer, dass ich sage, Zone ist in Kosovo, in Albanien, whatever. Das ist natürlich nichts gegen die Länder. Ich sag das nur immer so aus Spaß, wenn die Zone einfach irgendwo komplett woanders ist. Okay, wir machen weiter mit dem nächsten Skin. Den finde ich, wie gesagt, auch ziemlich cool. Und das ist so ein Italiener-Pizza-Skin irgendwie, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall auch mega lustig, natürlich auch wieder sehr bunt, lustige Farben. Und das ist eben so ein Pizza-Boten-Skin. Und das ist irgendwie auch cool, weil dazu gibt es natürlich auch passende Gegenstücke quasi dazu, einen passenden Rucksack. Und... Habe ich gerade was gehört, Junge? Oh, warte, wir bauen es mal hoch. Dazu gibt es natürlich auch einen passenden Rucksack und eine passende Spitzhacke. Und die Spitzhacke ist sowas von cool, meine Freunde. Also die Spitzhacke ist wirklich richtig geil. Okay, wir laufen jetzt einfach echt hier mal ein bisschen weiter in die Zone. 5 Kills haben wir, 19 noch am Leben. 19 ist gar nicht mehr mal so arg viel, glaube ich. Für die eigentlich relativ große Zone noch. Okay, und zwar genau, Leute. Ich würde sagen, wie gesagt, das war dieser Pizza-Italiener-Skin so. Und wir schauen uns jetzt einfach mal den passenden Rucksack dazu noch an, denn der wurde auch schon geleakt. Ich finde das auch übrigens mega cool mit diesen ganzen Rucksäcken. So, erstmal noch kurz hier looten. Und zwar sieht der Rucksack so aus, also quasi so eine Pizzatragetasche. Und da läuft auch überall so ein bisschen Käse und so weiter raus. Also echt ganz witzig gemacht von Epic Games.
Finde ich ziemlich cool. Könnte ich mir vorstellen, dass man auch alles irgendwie witzig miteinander kombinieren kann. Vor allem freue ich mich natürlich hier schon mal auf die Wasserflasche bei den Rucksäcken und auf diesen Dino, der hinten drauf hängt. Ist, glaube ich, auch ganz witzig. Aber das Allercoolste, meine Freunde, wirklich eins der coolsten Teile, finde ich, von den ganzen Sachen, die geleakt wurden, ist einfach, das werde ich mir auch safe holen, die Spitzhacke von diesem Pizzaboten-Skin. Okay, 17 noch am Leben, wir gehen weiter. Und zwar, ich würde sagen, ich blende euch die jetzt einfach hier ein. Und diese Spitzhacke zum Abbauen ist einfach ein riesiger Pizzaroller. Da hängt auch überall so geschmolzener Käse und so weiter dran. Auch mega, mega cool, Leute. Gefällt mir auch sehr, sehr. Also das wird safe meine Lieblingsspitzhacke werden. Die werde ich safe benutzen. Und auf jeden Fall auch sehr, sehr cooler Skin. So viel dazu. Die Hängekleider werde ich euch jetzt auch immer dazu einblenden. Die Hängekleider an sich finde ich gar nicht so krass. Ich blende sie euch einfach immer mit ein zu den Skins. Also die ganzen Sachen, die gelegt wurden. Hier war auch noch ein Hängekleider quasi dabei. So ein Fallschirm, was aussieht wie so eine Satellitenstation. Das finde ich sehr, sehr cool. Passt jetzt nicht zu den anderen drei Skins, die ich euch bis jetzt gezeigt habe. Aber könnt ihr hier trotzdem mal sehen. Sieht halt auch mega cool aus. Passt dann halt mehr zu diesen kompletten Season 3 Raumfahrt-Skins-Zeug. Oh, hier ist irgendwo noch eine Kiste. Komm, die gönnen wir uns mal. Hier ist irgendwo noch eine Kiste. Und, wie hier war... Ist hier jemand? Hallo? Hallo, ist hier jemand? Na, hier wird schon gelootet. Genau, und so sieht dieser Satellitenkleid aus. Den finde ich auch sehr, sehr cool. Also es wurden mega, mega viele geile neue kosmetische Sachen gelegt. Und ich bin ja ein riesen Fan von solchen... Oh mein Gott, da ist einer. Bin ein riesen Fan von solchen Skins. Ich feiere das immer mega. Weil, keine Ahnung, ich gebe auch eigentlich viel zu viel Geld für diese Skins aus. Aber es sieht halt irgendwie echt ziemlich cool aus. Ach, da wir gerade bei den Skins sind, fällt mir gerade ein, dass ich auch noch das Gewinnspiel auflösen muss. Das Gewinnspiel wird auf jeden Fall auch noch aufgelöst, meine Freunde. Von den 2800 V-Bucks. Da werde ich jetzt einfach gleich mal am Ende der Runde... Warte mal, irgendjemand, er kommt. Ich werde hier chillen. Ich mache auf chillig, Leute. Soll er doch zu mir herkommen. Na, es gibt auch noch einen weiteren Skin, den ich euch gleich zeigen werde. Oder die anderen Sachen, die veröffentlicht wurden. Und den V-Bucks-Gewinner kommen wir auch noch dazu. Digga, wo ist der Typ? Junge, wo bist du? Ich weiß nicht, ob ich... Er kommt, da ist er! Hallo! 70er-Hit, oh, er hat aber immer noch Shield, Leute. Er hat immer noch Shield, oh, da rennt er ein bisschen weg. Ich glaube, Shield hat er jetzt ein bisschen weniger als ich. Digga, komm doch her, Mann! Trau dich doch mal, Junge! Zack, noch ein 50er-Hit, okay, Shield ist weg. 18er, ey, Mann, Digga, sterb doch mal, ey! Sehr gut. Granatwerfer. Nice. Granatwerfer gehört mir. So, wir gehen jetzt, spielen jetzt hier mal ein bisschen auf safe, Leute. Gehen wir erstmal noch kurz hier Bandagen oder Tränke. Die Tränke benutzen. Und eine Bandage kloppen. Bandage kloppen wir uns hier auch noch rein, Junge. Genau, und dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt hier noch den vierten Skin an. Der ist nicht episch wie die anderen Skins. Der ist, ich finde den auch nicht so krass. Aber trotzdem, der wurde auch noch mit veröffentlicht. Und da gibt es auch schon mal quasi die männliche Version davon. Das sieht man, das ist irgendwie so rote Agenten-Ding oder... Ey! So, komm, den schnappen wir uns. Warum nicht? Dachte schon, ey. Warum habe ich hier auf einmal MG in der Hand? Wo ist er? Okay, ich würde sagen, wir machen auch wieder erstmal einen Trank und ansonsten lassen wir einen. Boah, Digga! Wie die alle Faxen hier machen, Junge. Alle machen hier Faxen, Digga. Ja, auf jeden Fall, der Skin ist nicht so krass. Der ist auch nur rare. Aber ist okay, ja. Und da gibt es ja auch schon quasi die männliche Version davon. Ist ganz witzig auf jeden Fall, ne? Skins sind ja nie verkehrt, Leute. So, und ich glaube, dann sind wir soweit durch mit allen neuen kosmetischen Updates, quasi mit allen neuen Skin-Sachen und allen möglichen Sachen, die da eben jetzt geleakt wurden. Schreibt mir gerne auch jetzt schon mal in die Kommentare. Boah, ich bin mal gespannt, ob ich hier noch den epischen Sieg holen kann. Schreibt mir gerne jetzt schon mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde es auf jeden Fall echt mega cool, besonders die drei Skins, die ich euch als erst gezeigt habe. Die ganzen epischen Skins und vor allem, also ich freue mich auf jeden Fall am meisten auf diesen Fischmann-Skin. Fischskin, keine Ahnung. Finde ich ziemlich cool. Schreibt mir gerne in die Kommentare, auf was ihr euch am meisten freut von den ganzen Sachen. Und wir machen jetzt hier erstmal das Lagerfeuerlied. Nein, machen wir nicht, aber okay, 9 Leute noch am Leben. 9 Leute sind noch am Leben. Oh, ein großer Trank. Schön. Den gönnen wir uns noch. Der Trank wird noch reingekippt, Leute. So, da wisst ihr was? Bis wir jetzt hier neue Gegner sehen, würde ich sagen, blende ich euch jetzt hier auch mal den Gewinner-Kommentar ein. Ey! Okay, warte.
Ey, scheiß vom Berg, vom Berg, vom Berg, vom Berg. Und Zone kommt. Oioioi, wieder alles auf einmal hier. Oioioi, Digga. Komm, komm, Wände bauen, Wände bauen. Und weg hier, weg hier. Ey, da oben auf dem Berg chillt der. Scheiße, jetzt habe ich meine Sniper gerade wegge... warum musste ich die Sniper weggeben? Was soll ich machen, was soll ich machen, was soll ich machen, was soll ich machen? Komm, bau... Och, ich bin erstmal zu dumm zum Baumen, ja moin. Jetzt chillt der natürlich da oben. Schlechte, auf jeden Fall schlechte Position, die ich habe. Sehr, sehr schlechte Position von hier unten. Er hat High Ground. Zone abwarten oder was? Ey, achso, geht gar nicht. Ja, der chillt jetzt natürlich da oben. Ach komm, wir hauen ab. Scheiß drauf. Ich bin weg. Oh, Loot Drop. Den Loot Drop. Den Loot Drop nehmen wir aber noch mit. Den Loot Drop müssen wir irgendwie eigentlich noch mitnehmen. Wer scheiß von uns, wenn wir nicht. Da vorne wird auch. Immer in der Endzone fangen die an mit ihren 1000 Basen hier zu bauen, Junge, ey. Kämpf doch mal wie Männer, Alter. Kämpf doch mal richtig hier. Ah, nur Scheiße. Obwohl, vielleicht kann ich mit der Minigun seine Base oben kaputt machen. Boah, so. Ah, Minigun ist schon nicht schlecht, aber ein Granaten- oder Raketwerfer wäre mir jetzt auf jeden Fall lieber gewesen. Willkommen, bauen wir uns erstmal noch hier kurz ein, falls der Otto vorhat zu pushen. So, nach diesem Zweikampf, Leute, werde ich auch hier natürlich den Gewinnerkommentar einblenden von dem... Boah, da erwischt er mich, von dem V-Bucks-Gewinnspiel. Boah, ey, sowas hasse ich, ne? Da ist ganz, ganz miese Karten gerade. Ja, komm. Was soll ich denn jetzt hier machen, von Low Ground? Sniper habe ich auch nicht, SCR habe ich hier gerade irgendwas zu machen. Ja gut, mit Granatwerfer komme ich auch nicht mal annähernd an ihn ran. So, komm, nehmen wir jetzt hier noch Medikoffer mit und dann würde ich sagen, hauen wir am besten gleich mal ab, ne? Benutzen wir noch kurz den Medikoffer. So, gucke ich, ob der vorhat zu pushen. Komm. Easy, Leute, easy. Oh, er kommt. Digga, ich erwisch ihn einfach. Junge, was ist das schon wieder, Mann? Ich erwisch ihn einfach nicht. Komm, ich geh weiter. Zone kommt. Egal, weitergehen. Wir haben kein Problem mit der Zone. Wir gehen einfach erstmal in die Zone ein. So machen wir das, Leute. So, an der Stelle werde ich euch jetzt hier auch mal den Gewinnerkommentar einblenden von dem V-Bucks-Gewinnspiel. Hier ist der Gewinnerkommentar. Herzlichen Glückwunsch, Digga. Haben echt viele mitgemacht. Immer schön Hashtag-Glocke aktiv. Und hier auf jeden Fall der Gewinnerkommentar. Schreibt mir über YouTube Community Funktion eine Nachricht und dann schicke ich dir den Code rüber für die PSN oder PaySafe Card und dann kannst du die benutzen im Wert von 25 Euro quasi für 2800 V-Bucks. Herzlichen Glückwunsch, lieber Gewinner. Ich weiß jetzt deinen Namen hier leider noch nicht, weil ich werde das erst nachträglich aussuchen. Aber ihr wisst, ich löse iCramix ist Ehrenmann, ich löse immer Gewinnspiele auf. Ui, Digga, schlechte Karten hier, richtig schlechte Karten. Weiß auch gar nicht, was ich hier groß machen soll jetzt, weil... Ah, ich kann nicht snipen, ich hab, keine Ahnung, keinen Raketwerfer. Ich muss in den Nahkampf gehen, Digga. Ich muss eigentlich in den Nahkampf gehen. Und dann haben die hier alle schon mal ihre riesen Base. Das fuckt mich wirklich so ab im Endgame mittlerweile. Immer das Gleiche. Du spielst bis zum Ende und dann bauen erstmal alle ihre gefühlten Schlösser hier. Na gut, ich hab die Minigun, kann versuchen, dem seine Base kaputt zu schießen, aber... Ah, keine Ahnung. So, komm, bauen wir uns hier auch mal ein bisschen hoch. Ist halt, ein bisschen öde jetzt, ne? Boah, hab ich ihn sogar erwischt. So, komm, 4 Gegner haben wir noch. Boah, und jetzt geht's aber los hier. Jetzt geht's los. Ja, was soll ich denn dagegen jetzt groß machen, so? Ich kann ja gar nichts auf Distanz hier gerade machen. Schwer. Ich könnte drauf gehen. Könnte versuchen, drauf zu gehen, ja. Ja, hier der Typ neben uns macht uns wahrscheinlich auch ein paar Probleme. Und wir müssen gleich vorrücken, wenn ihr. Oi, Leute. Oi. Was ist das hier schon wieder? Egal, mach mal wenigstens auch seine Base kaputt. Ey, der schießt Ostereier auf mich. Komm, verschieß alles. Ah, nein. Ey, jetzt schießt er auf mich. Jetzt schießt er hier auf mich, der kleine Gauner, ey. Das wäre witzig, wenn seine Base gerade zusammengefallen wäre. Und jetzt kommt auch noch die Zone. Und jetzt kommt auch noch die Zone, Digga. Jetzt kommt auch noch die Zone. Mies, ja. Richtig mies. Ey, Step! Na! Hinter mir. Ciao.
Oh Mann, das Ende war unnötig, wirklich. Ende hätte man echt besser machen können. Naja, meine Freunde, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn du es ist, verbrüllt den Like-Button. Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Skin haltet. Und dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer Crimex.